Hey, hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Bad Dream Coma. Letzte Episode haben wir das zweite Kapitel abgeschlossen, wie ihr hier noch sehen könnt. Und wir spielen jetzt weiter. Wir haben ja mit einem sehr bösartigen Cliffhanger aufhören müssen. Uns wurde Leid angedroht. Kapitel 3, der Friedhof. Aber offenbar klärt sich das erst später. Was ist das denn hier? Sind wir in unserem eigenen Grab drin? Geh zu Klippe. Ich will die noch gar nicht kaputt machen. Das ist, wo geht's hier hin? Geh zu Friedhof. Ob ich die Vögel vielleicht mal in Ruhe lassen sollte? Ich werde es versuchen. Okay, also zum Friedhof oder zur Klippe? Dann gehen wir doch erstmal zum Friedhof. Da werden hier wieder Dinge angeboten. Das ist aber auch schwierig, ne? Am liebsten würde ich ja draufklicken. Gehe zu Tor. Hier können wir am Griff rumspielen. Okay. Moment, Moment, Moment. Da vier Zombies oder was? Was ist das denn? Eine Spinne. Okay, also irgendwas kann ich mit dem Grab hier auch anstellen. Hab bisher aber noch nicht die richtigen Items dafür. Ach Mensch, guck mal, einer hier. Stern, Luftballon, toter Baum und ganz viele Kreuze. Da ist ein Häuslein. Oh Gott, muss ich hier irgendwas drin sehen? Ich sehe hier drin nichts. Am Tor an sich kann ich auch nichts machen. Da ist ein. Da ist. Was ist das denn? Blutbefleckte Blume. Okay. Da hat sich irgendein Statusgrad. Abstoßende Pflanzen. Okay. Hat zum Glück keinen Einfluss auf unser Ende. Ich vermute ja, dass wir hier auf das schlechte Ende zusteuern. Ja, habe jetzt auch nur hier die Blume. Kann ich die hier einpflanzen? Nee. Dann geöffnetes Grab. Achso, das ist das, genau. Da sind wir ja hergekommen. Und hatten hier noch die Option, zu einer Klippe zu gehen. Ach du meine Güte. Oh Gott. Oh Gott. Das ist wirklich, das ist jetzt schon albtraumartig, ne? Wurde jetzt, glaube ich, gebissen. Schaufel, Knochen. Feuer! Lupe. Nichts geht! Oh Mann! Hier ist was mit Lupe. Aurora C. Eve P. Was ist das denn hier? Ist das ein Kinderfriedhof? Was ist das denn für ein Blödsinn? Aurora C nochmal? Die ist dann wohl mehrfach gestorben. Und kann hier auch nichts mehr machen. Okay, also Haufen Aufgaben. Keine Lösungen in Sicht. Robert G. Warte mal. Hier bräuchte ich einen Schlüssel. Alles einmal ausprobiert. Das ist echt. Ich weiß nicht. Ich fühle mich ja sehr unwohl. Der gefällt mir irgendwie nicht so, der Friedhof. Was steht hier drauf? Magdalena B. Michael R. Ich habe zwei Vermutungen. Entweder sind das Leute, die geholfen haben, das Spiel zu finanzieren, oder die tatsächlich dort mitgearbeitet haben. Martin P. Habe ich aber die Schnauze voll. Ich kann denen aber auch nichts mehr antun, ne? Ich kann mich nur beißen lassen. Okay, na immerhin. Was ist das denn hier? Das ist ein Status-Update. Tiefe Wunden! Kann man sterben in dem Spiel? Okay, ich lasse das mal sein. Ich lasse das mal sein. Aber auch hier wieder kann ich. Hier kann ich was lesen. Matthew T. Ich kann ja auch hier nichts irgendwie machen, ne? Nichts anklicken.
Geh zu geöffnetes Grab. Geh zur Statue. Da waren wir noch nicht. Oh, Halleluja. Memento Mori. Ja, Mensch. Da geht's dann auch wieder. Geh zurück zu Friedhof. Geh zu Krypta. Okay. Die Vögel lasse ich jetzt tatsächlich mal in Ruhe. Das habe ich ja nicht gewusst, dass die uns da wehtun können. Aber auch hier, da kann ich eine Kerze anmachen. Hier, komm. Endlich habe ich die Streichhölzer gebrauchen können und dann ist da in der Kerze ein Schlüssel. Ja, genau. Gehen wir nochmal zur Krypta. Geht nicht? Was passiert? Die weint. Ach so, okay. Dafür haben wir jetzt den Schlüssel. Oder auch nicht? Oh Gott, die Musik ist so stressig. Geh zu Alter Friedhof, zurück zur Statue. Okay, dann brauche ich hier einen neuen Schlüssel. Das ist ja wieder hier Schlüssel zu Schlüssel, ne? Es gibt ja Leute, die haben Angst vor... wie heißen die Vogelscheuchen? Hier ist wieder Jean-Paul. Yves P. Eine Spitzhacke. Harrison S. Oh Gott, die Geräusche, ey. Da haben wir jetzt die blutige Blume reingelegt. Okay. Das hat bestimmt irgendwas gebracht. Da liegt ein toter Vogel. Das war ich ausnahmsweise mal nicht. Aber ich... Hallo? Was machst du hier, mein Kind? Sind wir ein Kind? Bist du gekommen, um nach der Ursache unserer Probleme zu suchen? Ja, story of my life. Verlorene Mühe. Der Tod hat schon längst diesen Ort verlassen. Suche ich nach dem Tod oder was? Wir sind nicht fähig, diesen Traum ohne Tod zu verlassen. Auch das stimmt doch gar nicht. Wie du siehst, wir müssen hier sterben, um wieder zur realen Welt zurückzukommen. Ach so, okay, gut. Das ist eine andere Definition von Tod dann. Traurigerweise hat der Tod seit langer Zeit keinen von uns mehr besucht. Okay, das macht ja Sinn. Auch nicht jene, die von diesen fürchterlichen Monstern heimgesucht worden sind. Komisch. Dass gerade die Unsterblichkeit den Menschen Leid zufügt. Ist doch nicht komisch. Gut. Was haben... Oh Gott, die Musik. Hier, bam. Wie du bereits gemerkt hast, sind nur die Menschen unsterblich. Nichts hier ist real. Stimmt, die anderen Sachen kannst du alle, ne? Den kannst du wehtun, aber nicht den Leuten. Diese ganze Welt setzt sich aus Fantasie zusammen. Leider wird es von Stunde zu Stunde immer schlimmer. Hm, die Menschen haben Angst vor ihrem eigenen Schatten, weswegen ihr Verstand neue Monster hervorbringt. Der Traum wird zum schlimmsten Albtraum. Und der Kreis schließt sich. Du musst dich nicht um mich sorgen. Das hatte ich... Ja, okay. Ich kann auf mich aufpassen. Ich kenne dich doch nicht mal. Ich bin hier seit einer langen Zeit und kenne ein paar Tricks. Okay. Möchtest du die mir mitteilen? Wenn du weiterhin deiner Suche nachgehen möchtest, dann solltest du in der Krypta nachsehen, okay? Dort könntest du etwas Nützliches finden. Das vermute ich ja auch. Doch die Tür ist mit einem seltsamen Schloss verschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie man sie öffnen kann. Was ist denn dann dein Trick? Suche nach Hinweisen in der Krypta. Ich weiß aber nicht, wie man die Tür öffnet. Na gut. Okay. Geh zur Krypta. Ein seltsames Schloss. Aha, man muss vermutlich hier oben irgendwas ranhängen. Genau. Das ist das komische Schloss. Knochen. Und Schädel vermutlich. Mal sehen, was wir hier noch so alles finden. Jetzt gehen wir... Nee, Moment. Jetzt gehen wir erstmal zurück hier. Auch nicht? Halt. Jawohl. Und jetzt mit der Schaufel. Jawohl. Dort finden wir bestimmt Knochen. Hm? Dachte ich's mir doch. Schön. Ach, guten Morgen.
Autosave? Was ist... Ach! Du meine Güte. Dem haben wir jetzt den Arm genommen. Menschen können ja nicht sterben, hieß es. Ich, geh mal zurück. Ach, das geht nicht. Faulende Hand. Dann muss ich die mit Sicherheit irgendwo noch zu einem Knochen machen lassen. Warum kann ich denn jetzt hier nicht weitergehen? Ich hab doch gar nichts aktiviert. Moin. Ich bin's nochmal. Ach du meine Güte, 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 ach du meine Güte. Das gefällt mir irgendwie nicht. Wer hat dich denn jetzt dahin gestellt? Du bist doch nicht alleine gekommen. Der Vogel ist auch tot. Okay. Kann hier ja auch nichts mehr machen. Kann vielleicht zum Tor nochmal vorgehen, aber hier gab es ja nun auch nichts. Die Vögel sind alle tot. Die Vögel sind alle tot. Aber mal hier geht's lang. Geöffnetes Grab, genau. Dafür haben wir jetzt einen Schlüssel. Da ist ein Schädel. Na klar! Na, warum auch nicht? Ist da halt einfach mal eine Maus. Dich zünd ich an! Oh, wieder ein Schlüssel. Wie viele Schlüssel kann man in dem Spiel denn brauchen? Hier geht's wieder raus. Ein Handschuh. Oh mein Gott, kann ich die Harke hier? Die Harke, da ist ein Dingensbummens hier, ein Sarg. Da ist eine Nase drin. Das ist das zweite Mal jetzt, oder? Dass wir hier einen Hinweis auf eine Nase kriegen. Was mache ich denn jetzt mit dem Handschuh? Ach so, das hier vielleicht? Ach, guck mal! Da kriegen wir jetzt auch gleich die Knochen her. Vielleicht nochmal aus dem Bild gehen. Und wieder zurück. Halt, 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 ich will zur Klippe. Geöffnetes Grab. Friedhof. Ging es hier zur Klippe? Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Wie, was, wo, warum kriege ich denn das jetzt nicht? Was soll ich denn das Ding füttern? Dich zünd ich an. Oh, nee, ey. Musst du wieder 1000 Sachen triggern, damit hier irgendwas passiert? Hier, geh doch mal zur Spinne rüber. Lass mich mal in Frieden und dann... Mal hier nochmal. Ach, la la la. Dann Handschuhe oben rein. Auch nicht. Da kommen doch noch Knochen und Schädel und alles Mögliche hin. Was war jetzt hier noch zur Statue? Ne, da komme ich doch her. Zur Krypta. Und hier und jenes und dieses. Aber auch hier konnte ich ja nichts mehr machen. Und hier komme ich auch nirgendwo anders hin. Das heißt, ich bin ganz schön gedingst schon wieder. Zum Friedhof. Kann man dir irgendwas Gutes tun? Ach, guck mal. Was habe ich denn da jetzt gekriegt? Faulendes Fleisch. Faulendes Fleisch. Öffnetes Grab zur Statue. Krypta, alter Friedhof. Nee, wo will ich denn eigentlich hin? Zur Maus. Wo ist die Maus? Wie komme ich hier zur Maus? Das ist alles nicht so eindeutig. Hier. Jetzt kriege ich den Schädel. Gut. Gut, gut, gut. Da komme ich immer noch nicht rein. Und jetzt muss ich zurück. Aber ich vermute mal, dass ich den Knochen dort auch noch kriege. Ich muss jetzt zurück zur Krypta. Der kommt da oben rein. Jetzt fehlt da aber immer noch dieser eine Knochen, der so quer geht.
Aber was? Da fehlt mir noch wieder irgendwas. Irgendwas fehlt mir da. Was ist das? Oh. Da, siehst du, Bam Bitches Boom. Das musst du doch alles nur 20 Mal anklicken hier. Statue, Krypta, Knochen, Bam Boom Bam. Hola! Ars Bene Moriendi. Hier, was ist das denn? Der Tod ist nicht da, deswegen. Oh, irgendwas hat sich gerade aufgeschoben. What the actual fuck is going on? Was ist das denn hier? Teller mit 5 Sternen? Okay. Ich habe jetzt hier die Kerzen angemacht und man hörte, dass irgendwo ein großer, schwerer Stein verrückt wurde. Also, der wurde nicht wahnsinnig oder so, der wurde hin und her geschoben. Ach. Das kann ein Grab gewesen sein. Das kann irgendwo ein Tor gewesen sein. Warte mal, ich gehe nochmal zurück hier hin und her. Hier vielleicht, bei ihr? Nee. Hier sind hier überall vor den Gräbern die Kerzen an. Was es mit dem hier auf sich hat, weiß es auch kein Mensch, warum ich da die Blume reinmachen musste. Das ist alles irgendwie nicht eindeutig. Mann, wie komme ich denn hier weg? So. Jetzt ist auf jeden Fall hier die Dings-Schildkröte, Vogelscheuche wieder weg. Kann immer noch nichts hier mit dem Ding anfangen. Ist hier was verschoben worden? Weiß ich nicht. Stimmt, das gab es ja auch mal. Da ist auch ein Stern, siehst du? Ach Mensch, ich muss jetzt Sterne sammeln. Schönes Spiel. Ach, ich glaube, ja, das werden wir in der nächsten Episode dann fortsetzen. Das Kapitel sollte ja nicht mehr allzu lang sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und hoffe, euch geht das ähnlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.